Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen bei Jurassic World Evolution. So, dieses Symbol oben bedeutet, dass ein Tier von uns krank ist. Ich weiß jetzt nicht welches, aber das sehen wir ja gleich. Erstmal hinfahren, Foto machen. welches ist jetzt krank? Das ist krank. Wie heilen wir es? Vielleicht mit Betäubung? Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um es zu retten. Guter Schuss. Bestätige erfolgreiche Behandlung. Juhu, und wir machen Minus. Oh nein. Wetterupdate erwartet. Nein, verdammt. Ja, seid fotogen. Irgendwas ist das. Ach, gab nur 2000. Gut gemacht. Eine Erkältung war das? Keine Erkältung mehr. Bringt den Tier am Wasser trinken. Ach, ich drücke immer auf F, um ein Foto zu machen, verdammt. Genau, sprich mit uns. Nicht viel. Also wir müssen immer versuchen, denke ich mal, wenn wir Geld machen wollen, immer so viele Tiere drauf wie möglich. Dann gibt's gut Zaster. So. Dann gucken wir mal. Wie können wir überhaupt diesen Kreatosaurus... Ups. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Jawohl, eine Stufe sollen wir, also einen Stern, ja. Akzeptieren wir, was bleibt uns anderes übrig? Wir haben nicht mal einen halben Stern, so beliebt sind wir. Oh, ist noch bei 48%. Okay. Dann Expedition. Und Start. Jetzt sind wir nur bei 372.000. Da geht schon wieder das Geld weg. Ach, wir brauchen mehr Geld. Was sagen die Finanzen? Okay, ich guck nicht hin. Die Finanzen sagen nichts Gutes. Ich würde jetzt erstmal auch nichts bauen. Ich will diesen neuen Dino haben. Ja gut, der braucht was zu futtern. Haben wir überhaupt noch irgendwas, was wir verkaufen können? Ach komm, die verkaufen wir. Weg, den anderen haben wir noch gar nicht erforscht, glaube ich. Den lassen wir nochmal. Stehen schon die Preise beim Ausbrüten? Der kostet doch bestimmt. Was kostet der? 30.000. 170, 200 und. Dann kostet er bestimmt 300.000, 400.000. Irgendwas so um den Dreh, denke ich mal. Was kostet sein Futter? Oh. Auch nicht billig. Das lassen wir erstmal lieber. Das lassen wir mal lieber. Wie geht's den Dinos überhaupt? Sozial unterster Rand. Jetzt hier die. Ich mal zum Beispiel sozial ein bisschen mehr Bestand, ein bisschen mehr. Okay.
Hat sich das gerade vermehrt, oder? Gewinn pro Runde. Warum? Warum so schlecht? Ich verstehe es nicht. Bitte wertvolle Metalle. Nein. Nur Scheiße. Entschuldigung. Die Expedition hat 70.000 gekostet und ich krieg kaum was raus. Ich weiß nicht, wie gut hier wir hier mit irgendwas machen würden. Ob wir damit jetzt die Knete verdienen. Hm. 50%. Gibt es da irgendwie Geld für? Wenn wir das schaffen. Yeah! Ich weiß nicht, was schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Kuriositäten. 52% und... What? 550.000! Alter Schwede. Was machen wir? Merch? Riesendino? Ah, das Gehege kostet auch so viel Geld. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Expedition. Mal gucken, ob sich das lohnt. Die letzte war ja jetzt nicht so gut. Teilweise erschöpft. Teilweise erschöpft. Teilweise erschöpft. Hier nicht. Und die ist auch nicht erschöpft. Na gut, 90.000. Komm, machen wir mal gucken, ob sich die auszahlt. Weil von den Besuchern kriegen wir noch nicht richtig Geld. Das ist irgendwie... Das riecht hier alles quasi nach Neuanfang. Ich glaube, ich hätte das hier und halt das neue Gehege noch nicht bauen sollen. Ich glaube, das war zu früh. Ich glaube, das war zu früh. Weil das hätte auch schon 200.000 gekostet. Wie viel kostet so ein Stromgebäude? Ich nehme auf Gebäude gehe. Können es ja nicht leisten. ACU kostet allein 400.000. So, Ranger kostet 400.000. Expedition brauchen wir. Eine Cement-Entwicklungslager. Wo war denn bitte... Stromgehege. Ja, Stromgehege. Ich bin auch ein Stromgehege. Hm. Betriebsgebäude. Expedition. Ranger. Hm. Irgendwo kann man auch so viel achten. Hahaha, unter Strom. 500.000 sogar. Ah, 500.000. Sogar ein kleines, gibt sogar ein großes. Verdammt, das kostet wahrscheinlich noch mehr. Noch eine Minute, Mensch. Wie lange braucht ihr denn? Fotos bringen auch nicht so richtig Zaster. Gibt ja immer schöne Strafen drauf. Ah, ich höre es doch schon. Du hast doch bestimmt Platin und Gold. Da kriegen wir jetzt 500.000 oder so. Komm, komm, komm. Nein. Ja. Das ist alles?
Das ist immer noch zu wenig. Fuck, ey. Hat sich hier nicht ausgezahlt irgendwie, die Geschichte. Im Gegenteil, wir rennen jetzt... Wie kommen wir an Geld? Wie kommen wir an Geld? Wenn wir den verkaufen, haben wir ja 450.000. Ist ja nicht schlecht, aber... Können wir vielleicht noch eine Expedition starten? Expedition! Ach komm, machen wir da nochmal. Wenn ich es richtig sehe, gehen unsere Finanzen immer noch bergab. Ja, immer noch. 3500, danke für die Info. Können wir Gebäude deaktivieren? Wollen wir mal gucken, was passiert. Ändert sich da an den Betriebskosten was? Nö. Ich hätte es einfach nicht bauen sollen. Das ist, glaube ich, das Problem. Hätten wir es nicht gebaut. Na gut. Ranger Team 1. Ach, das geht ja auch nicht. Okay. Ich kann nicht fahren. Hilfe! Nur ein Futterding aufstellen sollen, glaube ich. Dann müssten sie mich alle an ein Fleck hin zum Fressen. Nein! Foto. Drei Saurier. Jetzt gib mal Geld hier. War wirklich kein gutes Bild. Fossilien sind da. Ja, und 80.000. Na gut, die Ausgrabung hat wie viel gekostet? 75.000? Haben wir das wieder drin. So. Haben wir jetzt doppelt? Verkaufen. Ja, bin sicher. Zack. Und scheiße, Markt ist übersättigt. Kriegen wir... Ach, da waren wir eigentlich schon richtig. Kriegen wir für die Mission. Jetzt müssen wir hier echt eng... wo ist sie? Wo sind die Missionen wieder? Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Ja, das ist easy peasy. Das schaffen wir. Müssen wir nur eine Expedition starten. Haben sie schon gegraben? Nee. Das ist auch Ranger-Foto. Dann machen wir es noch eine Expedition.
Wie viel brachte überhaupt die Mission? Ich habe jetzt hier gar nicht drauf geachtet. Haben sie schon gegraben? 150.000. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Mission, denn wir haben auf der Expeditionskarte. Hier, wo waren sie denn? Sind die da nicht irgendwie eins? Ja. Mit drei Viechern. Wenn ich das richtig verstehe, jetzt nochmal kontrollieren sollen. Finden Sie mit Hilfe des Expeditionszentrums mindestens zwei fossilen kleiner Pflanzenfresser. Waren ja zwei dabei? Oder habe ich jetzt zuvor schnell gehandelt? Eigentlich sind es doch der Edmund gewesen. Der Edmund. Edmontosaurus Triceratops ist nicht klein. Und ich weiß nicht, ob man den Edmontosaurus als klein oder mittel oder wie auch immer. Also ich finde den... Ich glaube, der ist größer als ein... Ja, der ist auch ein bisschen größer hier. Ist hier Infos zu dir? Ach hier, soziale Gruppen. Idealer Bestand. Oh! Da kostet einer 170.000, ey. 1 bis 15 wäre der soziale Gruppe. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt wissen, wie lang der ist und so, aber... Gut, dann... Guten Appetit, mein Freund. Gucken wir mal, ob das so einfach war, wie ich es mir dachte. Wie lange brauchen die Leute immer zum Ausgraben? Können wir mal schneller graben, oder? Hier. Gib Gas. Eigentlich müsste man sich mit der Peitsche hinstellen und immer so peitschen. So ausgraben, ausgraben. Los, hopp, hopp. Wir brauchen Money, Money, Money. Kann man nicht nur mit Aktien irgendwie Geld verdienen? Dino-Park-Aktien? Hashfonds? Irgendwie sowas? Ihr bringt mir kein Geld. Ah, da kommen sie. Und was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ja, ich sag das mal so frei heraus. Richtig wir gedacht. Beide sind ein bärenstarkes Team. Finde ich gut, Junge. Finde ich gut. Und hier, zack, gleich verkaufen. So. Dafür ist ja eh gerade kein Markt da. Extrahieren. So, das können wir wirklich noch gebrauchen hier. Und 37.000 ist jetzt nicht so viel, ne? Aber wir brauchen Geld. War noch eine Mission? Eigentlich nicht. Ideal berüchten war ja 750.000. Weil der große Saurier braucht noch was zu futtern. Dann noch eine Expedition starten. Teilweise erschöpft. Was haben wir hier noch? Also in Asien gibt es ja kaum was, ne? Ah, 100.000 möchte ich da doch noch nicht. Aber man kann natürlich viele freischalten, aber die meisten sind echt in Amerika, ne? Haben. Bei 58% so wenig? Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie mehr. Oder ist er noch nicht fertig? Ist fertig. Kein Markt für... Gut, wir machen Folgendes. Wir brüten jetzt aus.
So. Vielleicht will man einen Fleischfresser haben, diesen Kreatosaurus. Wenn wir den haben, vielleicht kommen ja endlich mehr Besucher. Lassen ganz viel Geld hier liegen auf dem Boden. Weil im Merch können sie es nicht stecken und Fastfood-Läden haben wir ja auch noch nicht. Ach je, yeah. Ich hoffe, die Dinos sterben hier nicht weg. Wie sieht's denn überhaupt aus? Haben wir da irgendeine Ansicht? Karte? Ups, ne. Gesundheit 100%. Das freut mich. 100%. 100%. 100%. Gut. Da fehlt doch ein Edmund Stoiber. Wo ist er denn? Da hatte ich nur zwei gebaut. Ach, wir können auch ihn freilassen. Ups. Kann's vergessen. Hi. Komm raus. Trau dich. Komm, komm. Mir fällt gerade was ein. Wenn wir die Dinos freilassen, kommt der ja hier raus. Das ist ja das Gehege der Pflanzenfresser. Das wird ja spannend. Das heißt, wir müssen am besten, wenn wir ihn freilassen, gleich betäuben. Ja, Dino kann freigelassen werden. Ich hole erstmal die Park Ranger. Wo seid ihr? Ja, komm, wir lenken mal. Der wird doch bestimmt gleich... Ah, ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Wenn, wird's echt ins Geld gehen, wenn er jetzt irgendwie gleich rauskommt und was frisst und wir ihn nicht betäuben können. Wohl würde es nicht Sinn machen, da nicht die Ranger hinzuschicken, sondern den Helikopter? Komm, wir holen mal lieber den Helikopter. Den da. Weil nicht, dass unseren Jeep noch angreift und dann noch arme Ranger sterben. Das wollen wir nicht. So. Und es wäre schön, wenn ihr Dinos euch auch von dem Eingang verpieselt. So, den Schützen gleich mal in die richtige Richtung bringen. Dann zack. Freilassen. Bleib da drin. Nicht so weit raus, Süßer. Bleib da drin. Ah, ich muss in den Helikopter. Ich muss in den Helikopter. 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 Schnell, 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 schnell. Sonst gibt's Dino-Ragu. Drehen, 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 drehen. Wo ist er? Wo ist er? Da ist der Riese. Scharfschütze. Raus, 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 raus. Glückliche Gäste. Darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, der Pflanzenfresser ist irre. Irre. Das ist so ähnlich wie für Dinos zu sorgen. Oh oh. Nur mit mehr Anforderungen. Bleib doch mal. Weniger Verständnis. Stimmt's? Oh oh. Lauf, lauf. Er hat ihn. Nein! Das kostet Geld, Junge! Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war, ist tot. Können wir jetzt irgendwie einen Abtransport? Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. So. Scheiße. Können wir da nochmal einen Transporter? Können wir die Leiche noch aufsammeln? Also, damit das nicht passiert, hätte man eigentlich quasi eine zweite Anlage gebraucht. Und die hätte ich hier auch anbauen müssen. Weil das wären auch wieder 400.000 gewesen, ne? So. Produkt wird eingesammelt. Nee, nee. Bring das mal hierher. Der hat Hunger. Welcher nochmal. Dino war denn das? Oh, er will sich nur verabschieden. Nee, doch nicht. Puh, das müssen wir auf jeden Fall ändern.
Es war nicht Nummer 1, es war Nummer 3. Also der erste, der sterben wird, ist, denke ich mal, hier Nummer 1. Wie viel kostet der? Das Ausbrüten nochmal. 30.000. Haben wir ja kein Geld mehr. Haben wir wirklich kein Geld mehr. Produkt wird transportiert. Was? Forschungsziel im Forschungszentrum. Kleider machen. Keine Ahnung. Transport abgeschlossen. Fast Food. Bauen Sie ein Fast Food Restaurant. Versorgen Sie es mit Strom. Ja. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben. Also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragenweite entsprechen. Brüten Sie 4 Dinosaurier aus. Lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Ich habe eine Idee. Und zwar, der große Saurier braucht ja Futter. Und sein Futtertrug kostet ja 200.000 bis 250.000. So ein kleiner Saurier von vorhin, den er ja gekillt hat, da kostet er nur 30.000. Hm. 4 neue Dinosaurier. Wir müssen ja eh 4 machen. Das sind 120.000. Und ich weiß nicht, wie lange er davon leben kann. So. Sozialbestand. Mittelgroßer Theropode frisst große Mengen Fleisch aus hier verfügbaren Quelle. Er lebt normalerweise ganz allein. Okay, okay, das ist gut, dass er allein lebt. Bestand soziale Gruppe 0 bis 3. Okay. Was machen denn unsere Ranger? Die können doch mal... Machen wir mal ein Foto von unserem neuen Dino. Guck mal, er schubbert sich da am Baum. Oder er riecht, keine Ahnung. Yeah! Sie haben ein Auge für Bildkomposition. Das heißt, Sie stehen auf neue Saurier. Und das Bild war jetzt nicht sonderlich cool. Aber wir haben damit auch die Mission geschafft, dass wir ein Foto mit mindestens, also was halt 5000 Dollar wert ist, haben wir damit auch abgeschlossen. Hatsching! Und gibt nochmal. Wenn ich es auch einen neuen Auftrag gibt, weiß ich, an wen ich mich zuerst wende. Wunderbar. So, jetzt können wir ihnen doch was zum Futtern bauen. Das heißt, wir brauchen ihn nicht mal mit Dinos füttern. Machen wir ja trotzdem, aber... nicht, dass mir jetzt hier der Große hier an Unterversorgung stirbt. Oh, ein Busch. Das können wir nicht bauen. Und hier, Ziegen. Günstige Ziegen. Schön, damit das alle beobachten können. Schön nah hier ans Gehege ran. Aha. Hier, warte mal. Habe ich was vom Wegfahren gesagt, Ranger? Bleib mal stehen. Da kommt doch bestimmt gleich eine Ziege raus und das wollen wir doch haben. Action. Action im Dino-Park. Da ist das Schaf. Genau, wir bauen hier nochmal eine Tür ein, damit wir reingehen können. Oh, er hat Witterung aufgenommen. Er kommt. Er kommt. Das Schaf ahnt nichts. Es blökt rum. Es schleicht er? Ja, 6000. Und nun, zuschnappen. Das ist ein cooles Bild. Wie das gerade so die Ziege muntert. Ein Hubs, weg ist sie. Also ich fand's cool. Und ich glaube, mit diesen Bildern werde ich euch verlassen. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Schaffst du es uns zu
zum neuen Reichtum. Streift umher. Checkt seine Umgebung ab. Nein. Wollte eigentlich mit dir. Meine keine freie Kamera? Hey Dino. C, freie Kamera. Kann ich mich drehen? Kann ich mich wenden? Ja. Er guckt sich die Menschen an. Lecker. Yum yum. M&Ms. Laufende 2 Meter. Oh, nicht mal 2 Meter. Haha. Riecht bestimmt lecker da. Gehen sie alle schwitzen, weil es hier mindestens 37 Grad sind im Schatten. Oh, da kriegt man echt Hunger. Na, gib mir recht. Gut. Ja, wir verstehen uns, Bro. Wir verstehen uns. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.